the things we will do tonight. Etwas, was wir heute Abend tun werden, heute Abend, is we will address the principalities and powers in US of A. Wir werden die Mächte und die Festungen in den USA angehen. Yeah, because US election is coming on Monday. Weil die US-Wahlen, die kommen am Montag, and stehen we an. Must not let und wir dürfen nicht that election zulassen, go into the wrong hand. Dass diese Wahlen in die falschen Hände geraten. Because if it goes into the wrong weil wenn die in die falschen Hände geraten, our world is in a bigger trouble. Dann hat unsere Welt noch ganz viel größere Schwierigkeiten. I said it 4 years ago. Ich habe das schon vor 4 Jahren I gesagt. Said it's on YouTube. Ihr könnt das auf YouTube nachschauen. I said 4 years ago. Vor 4 Jahren habe ich das if gesagt. Biden win, wenn Biden election, die Wahlen gewinnt, our world is in trouble. Dann hat unsere Welt ein Problem. I prophesied, ich habe das prophezeit, 4 years vor 4 Jahren. Ich sagte, wenn Biden gewinnt, dann hat unsere Welt ein Problem. Ladies and gentlemen, meine Lieben, when Biden win, war break out in the world. Sobald Biden gewonnen hat, hat die Welt Schwierigkeiten bekommen. So I'm telling you again, und so sage ich es euch nochmal, heute Abend we have to pray müssen wir beten for the United States of America, für die USA. Because if the vote go in the wrong hand, weil wenn die Wahlen in die falschen Hände geraten, we welcome the third world war, dann stehen wir vor dem dritten Weltkrieg in unserer Welt. I'm telling you as a prophet, das kann ich euch sagen als Prophet. We welcome third world war. Dann öffnen wir die Tür für den dritten Weltkrieg. Listen to me. Hör zu. I'm not a politician. Ich bin kein Politiker. And I will never be one. Und ich werde auch nie zum Politiker. Because a prophet is higher than politicians. Weil ein Prophet steht über den Politikern, ist höher. It's higher than a president. Ist höher als Präsidenten. So I'm not wanting to be any. Ich will da keiner sein. But allow me to divide for few minutes. Aber ich möchte ein paar Minuten kurz abweichen and address this issue. Und auf dieses Thema eingehen. Address this issue so that when we are praying tonight, you know why we are praying. Dieses Thema kurz eingehen, dass wenn wir heute Abend beten, dass ihr auch wisst, warum wir beten. It is important we know. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen. It's not about which party. Es geht nicht darum, welche Partei belongs to. Die Leute dazugehören. It's about what is the will of God. Es geht darum, was der Wille Gottes ist. Have you prayed? Hast du gebetet? And did God tell you? Hat Gott dir gesagt, that person you are about to vote for, dass die Person, für die du wählen willst, as a child of God, als Kind that Gottes, is his will, dass diese Person sein Wille ist? Or are you voting? Oder wählst du? Because your great grandfather einfach weil dein Urgroßvater voted for that party, für diese Partei your gewählt father hat. Voted for that vielleicht party dein Vater auch für diese Partei and gewählt you hat. Must vote for that party. Und weil dass du jetzt auch für diese Partei wählen musst. No. Nein. You can't be that blind so as a child of du God. Darfst nicht so blind sein als Kind Gottes. You can't follow people, du kannst nicht Menschen when folgen, they are going the wrong way, wenn sie den falschen Weg gehen. Listen to me. Hör zu. In our world today, in unserer heutigen Welt. Excuse me to say, es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Most of the politicians, die meisten Politiker are selfish, sind einfach egoistisch. Just excuse me to say, es tut mir leid, dass ich das sagen muss. So it's not really about es geht also nicht wirklich who is righteous darum, wer gerecht ist. No. Nein. We are not voting to put a pastor in the White House. Wir wählen nicht, weil wir einen Pastoren ins Weiße Haus bringen wollen. No. Nein. We are choosing wir wählen, which is the better devil. Wir wählen eigentlich aus, welches der bessere Teufel ist. Oh, I'm just saying it the way it is. Ich sag's einfach so, wie es ist. I'm just saying it the way it ich sag's einfach so, wie es ist. Let's be honest. Wir wollen ehrlich sein to each other miteinander. Who is the better devil? Wer ist der bessere Teufel? Which devil will not lead us into the third world war? Welcher dieser zwei Teufel wird uns nicht in den dritten Weltkrieg führen? That's what we are praying for. Das ist das, worum wir beten. Because as for me, the peace I'm enjoying now, weil der Friede, den ich jetzt genieße, I want to continue to enjoy it. Ich würde den Frieden gerne noch ein bisschen weiter genießen. I don't want tomorrow where and then I run into a bunker somewhere. Ich will nicht morgen mal hören und dann muss ich mich in einem Bunker verstecken. And then I'm preaching to tomatoes and spaghetti and, and what kind of thing is that? And then by the time I come out of bunker, I'm fat everywhere. Ich will nicht, dass wenn es
zumacht, dass ich mich in einem Keller verstecken muss und dann, wenn ich predige, dann predige ich Tomaten und Spaghetti und wenn ich dann wieder aus dem Bunker rauskomme, dann bin ich so dick, weil ich alles gegessen habe. No, I want this freedom now. Nein, ich will diese Freiheit weiter genießen, damit ich weiterhin meine Sportübungen machen kann. Mit dem Predigen. By the way, my exercise is preaching. Und meine Sportübungen, die liegen im Predigen. Halleluja. Halleluja. But the truth is, aber es ist so. Tonight, heute Abend, we have to pray, müssen wir beten, that America, dass Amerika must go the right direction, den richtigen Weg einschlägt. We have to pray. Wir müssen we have to beten. Lift up the flag of America. Wir wollen die Fahne, die Flagge von America. Amerika hochhalten und für Amerika beten. Even in Ghana, selbst in Ghana, they are having an election in December. Haben sie im Dezember Wahlen? On the 7th of December. Am 7. Dezember. I was not voting for anybody. Ich habe für niemanden gewählt. But I'm praying. Doch ich bete. For the one that God told me. Für den Gott mir gezeigt is hat. Is a better candidate. Dass der bessere Kandidat ist. We have to vote by prayer. Wir müssen durchs Gebet abstimmen oder wählen. And not by intelligence. Und nicht durch unsere Intelligenz. Because your intelligence will lead. Weil deine Intelligenz, die kann dich da so führen. In the wrong direction. Auf den falschen Weg. Rise on your feet, we are going to pray. Wir möchten aufstehen und beten.